Oh, Thomas und Olli sind gemutet. Warum ist das so? Weil die sehen wollen, was ich hier für einen super Start hinlege. Und zwar in dem Eingangstext für unseren Adventskalender. Die zentrale schöne Bescherung. Nee, wie heißt denn das hier? Moment, ich muss hochscrollen. Eine schreckliche Bescherung. Adventskalender Nummer 4. Ja. Ja. Super Start bis jetzt. Also, muss man also wirklich, Gott sei Dank war wir gemutet, war Wahnsinn. Gut, dass wir die Aufnahme davor abgebrochen haben. Ja, fand ich eigentlich viel besser. Wirklich. Ja, oder? Also, wir waren ja beim Türchen 14 gestern. Mhm. Ja, da sollten ja die drei Fragezeichen singen. Ja. Und in diesem Türchen machen sie das auch. Mhm. Wie fandet ihr, wie die gesungen haben, so zu dritt? Pass auf, erstmal möchte ich eine Sache loswerden. Du hast ja gestern im Türchen gesagt, wir reden viel zu selten über die Musik. Mhm. Dieses Türchen startet auch mit so einer so eine komische Musik und es geht ungefähr nur so. Und dann wird die sofort abgeblendet. So, das fand ich, also extrem kurzer Musikeinsatz, der absurd schnell abgeblendet wird, fand ich schlecht. Sowas ähnliches hatten wir schon darüber, wenn ich gesprochen, Kapitel 12 oder 13, ist auch immer so ein komisches Geräusch, so. Hast du das gehört? Apropos, Türchen 13, ja. Da habe ich, wehe, ihr habt diesen Gag nicht angesprochen. Weil ich glaube, vielleicht ist es das, was du meinst. Die steigen dann nämlich auf eine Rolltreppe und auf einmal kommt so ein Sound. Da dachte ich, sind die jetzt so die Rolltreppe hoch? Ich weiß nicht, es kommen öfter rein dieser das ist auf jeden Fall, Folge hier so komische Geräusche vor. Vielleicht kannst du es einblenden, Thomas, aber ich glaube nicht. Nee. Da hat er keine Lust. Ja. So, aber wir haben jetzt die drei, ich weiß gar nicht, ob das in dem Türchen davor noch war oder jetzt. Wir haben die ja singen hören. Mhm. Ja, wir müssen sie jetzt singen hören. Und ich muss auch sagen, jeder krasse Film, so wie Boy Scouts in the Hood oder nee, wie heißt der? Boys in the Hood oder so? Boy Scouts, Bad in the Hood, glaube ich. Oder hier 187, eine tödliche Zahl oder weiß nicht, Bad Boys. Kann hier einpacken. Ja, können einpacken mit dem, was jetzt hier mitten in Los Angeles passiert. Drei weiße, artige Jungen müssen ein Weihnachtslied singen. Sonst das ist das Grausamste, was ich je erlebe. Also die also wirklich. Sonst bekommen sie einen Knoten in die Zunge. Und dieses Hörspiel wird nicht irgendwie jetzt explizit ausgewiesen oder verkauft? Aber hier hatte ich jetzt richtig das Gefühl, also wie alt sind die hier, Thomas? 1000 sind die hier schon. Okay, dann passt es, muss ich sagen. Aber hier hatte man das erste Mal das Gefühl so, hier singen wirklich drei Männer, oder? So richtig so drei Männer. Es ist ja noch besser, das ist mir aufgefallen. Die sind hier 1000. Ich kann diese Frage nicht mehr hören, deswegen. Man hat gar nicht gemerkt, dass die Frage aufs. Aber es ist doch so, Peter redet irgendwie, okay, wir sollen singen und da halt die Stimme noch leicht und auf einmal hört man, wie alle drei singen. Und nichts mehr halt. Ja, so als würden so alle im Tonstudio stehen, aber einzeln aufgenommen worden sein. Da wurde das so übereinander gelegt und dann halt plötzlich wieder Peters Stimme. Reicht das? Aber dieses Lied, sind wir uns alle einig, gibt es nicht. Ne? Das ist einfach ein Gag, weil ich dachte erst, es sollte auch wieder ein Versprecher sein mit Next Christmas, wie die Folge gestern ja endete. Und aber die machen hier wirklich, sagen hier natürlich eine Anspielung, haha, sehr lustig auf Last Christmas, machen hier aber Next Christmas, wie auch gleich noch erwähnt wird, das ist eins der erfolgreichsten Hits war irgendwie der letzten Jahrzehnte. Ich kann dir gar nicht sagen, die anderen Lieder gibt's ja alle, die sie genannt haben. Vielleicht gibt's das ja doch. Nee, das ist, glaube ich, wirklich eine Anspielung auf Last Christmas. Übrigens, das muss ich jetzt nochmal loswerden, als damals George Michael gestorben ist, der ist ja wirklich am 25. Dezember 2016 verstorben. Okay, weil du so lachst die ganze Zeit, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Das ist, pass auf, und das ist nicht mal ein Gag, ja, also von mir jetzt, also ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie im Netz der Witz war, na dann war das wohl sein Last Christmas. Also wirklich, ich glaube, die Meldung, dass er tot ist, war eine Minute alt. Habe ich schon. Aber schlecht fandest du ihn nicht, weil du hast. Wollte ich gerade sagen, so traurig, weil er dachte, er der Erste mit dem Gag. Ja? Nein, da stand er schon, während er noch getippt hat. Ja, wirklich. Ich habe die Push-Nachricht gehabt und habe gleichzeitig schon den Gag im WhatsApp irgendwo stehen gesehen. Ja? Oh Gott, wie traurig ist das? Last Christmas, ja? Ja. Und dann hat er aber. Er ist ja jetzt schon tot und hat dann erst sein Herz, also gebeichtet. Die Liebe. Aber er ist schon tot. War tot? Aber der ist, glaube ich, sogar, weil du es gerade sagst, an einem Herzinfarkt gestorben. Ja. Irgendwas Kardiologisches bei ihm. Das meine ich. Ich glaube auch, dass die das alles nicht in einem Studio aufgenommen haben mit den drei guten Sprechern. Nee. Das hat man gemerkt. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, da stehen jetzt so der Jens, ich nenne ihn nur per Vornamen, weil ich den Nachnamen nicht aussprechen kann. Nee, ihr seid ja per Rohrbeck, ne? Und Fröhlich, die stehen da alle.
Ja, und dann hast du so, die stehen jetzt so, stellt euch mal vor, die sind hier, wir haben hier so einen Tisch, die stehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die drei Sprecher, die nicht sprechen können. Wie gucken sich die drei an? So. Wahrscheinlich genauso hohl wie wir. Mhm. Weil die kennen sich ja auch schon 1000 Jahre. Also Olli weiß nicht, was ich meine. Hier stehen jetzt die drei, die professionellen Sprecher. Ja, ja. Und da sind die, die nicht sprechen also können. Also wir eigentlich. Genau. Meinst du nicht, dass man so der Andreas Fröhlich so zu Rohrbeck guckt und denkt so, oh Gott, das ist so grässlich. Ich glaube ständig. Und auch immer so also, Blick, witzig, Blickkontakt auch über die Schultern der drei schlechten Sprecher zu Heike Dine Körting, die auch mit dem Kopf schüttelt. Genau. Und Minninger schüttelt auch den Kopf und keiner weiß, wie kommen die da hin eigentlich? Warum stehen die da? Wer hat die denn eingeladen? Ja. Gut. Ja, und sie werden ja noch bedroht irgendwie, dass sie ihr Kleingeld geben müssen. Ja, ist auch witzig, die müssen ja eine riesen Beute mit denen machen. Man hört es nur ein bisschen klimpern. Ja. Klimper, klimper. Und schon sind die da pleite, ja. Ja, ich finde auch die Antwort. Da sind wir jetzt wieder beim Sound, so was Thomas gerade gesagt hat, hallig, nicht hallig, hallig. Mhm. Und ich finde auch die Atmosphäre da drin einfach nicht so toll. Gut, jetzt teilen sie sich. Vielleicht können wir jetzt mal wieder hier darauf hinweisen, es ist ja für Kinder. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Achso, deswegen ist der Ton schlecht, oder was? Nee, der Ton ist scheiße. Und da kann ich. Aber dass es ja eigentlich für Kinder witzig ist, dass die irgendwie so von so einer Jugendbande so vorgeführt werden. Ich finde es übrigens auch witzig, wenn der eine sagt, so und jetzt lass mal hier den Klingelbeutel rumgehen und Justus so ganz widerlich sagt, ja, wenn es denn sein muss. Und da hätte ich eigentlich erwartet so, Widerrede oder was? Und dann wird er abgestochen. Also hättest gern ein Messer jetzt in der Szene gehabt. Da hätte ich gern ein Messer an der Kehle gehabt von Justus. So, weil er sich noch so, wenn sein muss, so weißt du, so, Dicker, was soll das so? Schelle, ja, weil er so aufmuckt, so frisch wird eigentlich auch, ja. Aber ich glaube, die sind überhaupt nicht bewaffnet, oder? Nee, die stehen einfach nur so. Weil die sind nicht bewaffnet und trotzdem geben die denen das Geld. Wovon haben wenn da fünf, Angst? Sechs so eine Schränke stehen. Ja. Die so klingen wie die. Neunjährige. Und die sich und die es krass finden, wenn die jetzt Weihnachtslieder singen müssen. Hätte ich auch Angst. Ja, mich, also mit denen ist echt nicht zu spaßen. Guck mal, da stehen Neunjährige, gesprochen von wahrscheinlich 26-Jährigen. Ja. Ach, jetzt sind die wieder neun. Ja. Mit dem etwa circa 59-Jährigen Jens Wawrczyk gegenüber. Mhm. Jetzt nennst du aber auch den, vor dem man jetzt auch nicht wirklich Angst hat. Also, ich glaube, meine Theorie ist aber, dass die, glaube ich, während den Aufnahmen wirklich im Studio überfallen wurden und das alles echt ist, was wir da hören. Da kommen so drei Leute. Deswegen können die auch nicht sprechen, weil das gar keine Sprecher sind. Das sind gar keine Sprecher. Und die haben sich über die Mikros lustig gemacht, die da hängen, deswegen sollten die ein Weihnachtslied singen. Ja, es ist eine sehr alberne Szene, aber sie hat nichts mehr mit dem Rest des Hörspiels zu tun. Vermute ich mal, ich habe ja nicht weitergehört. Mhm. Ja. Ja, Thomas nimmt immer die Illusion. Aber gut, sie verlassen jetzt das Kino und schämen sich auch so ein bisschen, dass das da alles passiert ist. Und jetzt kriegt der Justus eine SMS auf seinem Handy vom Pumuckl. Und zwar nennt er jetzt die Adresse, wo er die Spieluhr her hat. Und die kommt, Thomas, vom 96930 Arctic Circle. Genau, und wer arbeitet da? Der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann. Und sie sollen sich jetzt aber aufteilen, denn Bob soll jetzt nämlich in den Park gehen, weil da nämlich der, wie heißt denn der Bengel? Ich hab vergessen, wie der Matti. Heißt. Matti, das Mensch. Matti. Mir fällt hier übrigens auf, die bleiben ja mit dem Handy im Kontakt. Ich finde, hier ist ganz schön viel, was sonst nicht so ist bei den drei Fragezeichen, ziemlich oft so Handy. Die sprechen ganz viel übers Handy, machen ganz viel mit dem Handy. Ist sie auch offen. Ja, ich finde es auch positiv, weil ich das albern finde. Und ich weiß warum. Ich kenne die ganzen Interviews, ich kenne die ganzen Statements von den ganzen Autoren, die immer sagen, wie langweilig wäre das in Drei-Fahrzeichen-Fall. Irgendwie, oder da Skinny Knows, ich nehme mein Handy, Kotter, Fall vorbei. Mhm. Deswegen immer muss irgendwas sein. Wir hatten doch jetzt gerade die Besprechung flüsternde Puppen. Mhm. Da haben sie keinen Empfang, sie haben nur noch einen Balken. Da müssen sie sowas machen. Ja, dann ist plötzlich das Handy leer, dann wollen sie an einem Münzfernsehen. Sprecher, also so ein Telefon, das ist kaputt, ja. Einfach nur, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Und hier sind sie so stolz auf das Handy, dass das Handy in dieser Folge, in diesem Türchen sogar noch eine ganz besondere Rolle bekommt. Ich finde es aber gut, dass es hier mal funktioniert, dass sie sagen, wir trennen uns, aber wir bleiben in Kontakt, weil das ist realistisch. So ist es ja nun mal. Wie ist es beim Hexenhandy? Bei der Wolle? Wobei ich merke gerade, so realistisch ist es doch nicht, weil wenn ich zum Beispiel. Guck mal, wir beide sind ja so, dass wir immer darauf achten, dass unsere Handys voll sind, wenn wir irgendwo hingehen oder so. Es gibt einen Mann an diesem Tisch, ja, der irgendwie,
das Haus schon nur mit 4% Akku verlässt. Ja, weil Benjamin geht immer so ins Bett, der denkt so, muss ich über Nacht das Handy laden? Der guckt drauf, 11%, damit komme ich noch morgen über den Tag. Nee, weil er Angst hat, dass er zu viel Strom das nachzahlen stimmt, muss. Wirklich. Ja, das dass stimmt. er denkt, na, mit den 11% komme ich ja morgen noch hinüber, deswegen in 3 Stunden das Handy aufgeladen, ich schlafe aber 5, dann würde ich ja 2 Stunden lang Geld aus dem Fenster werfen. Und das geht ja gar nicht. Aber was er dann vergisst, dass er dann abends noch eine scheiß Podcast-Aufnahme hat. Ja. Ja, und dann ist wieder irgendwas mit der S-Bahn und wir telefonieren uns hier die Finger wund. Ja, wo bleibst du denn? Deswegen gute Taktik. Ich wundere mich auch, dass du nicht gefragt hast, ob du hier mal dein Handy aufladen darfst. So wie sonst. Gute ich habe aber mein Kabel mitgebracht. Damit das ist aber nett, dass du dein eigenes mitbringst. Damit du den Strom zahlst. Ja, genau. Ja, ja, also die beiden jetzt, außer Bob, gehen jetzt in den LAN hinein. Und falsch. Peter ist nicht dabei. Justus und Bob sind beim Weihnachtsmann. Also bei diesem Arctic Circle Laden. Stimmt. Ja. Peter winkt ja später. Nee, pass auf. Peter ist nicht in dem Arctic Laden, nicht mit dabei, nicht weil er in den Park gegangen ist, sondern weil er später winkt. Das ist Benjamins Erklärung, das ist die Rolle. Dass er jetzt nicht in dem Arctic Laden mit drin ist. Na, jedenfalls gehen die hoch und sehen, dass gerade der Besitzer, ich glaube, Weihnachtsbaumspitzen verkauft. Na, eine. Oder eine anbietet. Na, ich glaube, er bietet die an und schaut sich die, ja. Habt ihr die Stimme von der Kundin erkannt, die hier auch auffällig beschrieben wird mit blonde Haare und rote Brille? Ja, selbstverständlich. Habt ihr die Stimme erkannt? Nein. Es ist die Roxanne aus Der Feuerteufel. Ah, ja. Cool. Ja, die spricht auch seit 400 Jahren eine der Hauptrollen bei Hani und Nani. Ich war mehr so auf diesen Gag hier aus. Eine Frau mit Brille, die sich vom Besitzer seine Weihnachtsbaumspitze zeigen lässt. So guter Gag, wirklich richtig guter Gag, also es ist eine 9 von 10. Jetzt noch ein bisschen an der Darbietung feilen. Und ja, ich bin ja immer noch ein bisschen angeschlagen wie gestern. Genau, deswegen, das gestehe ich dir auch zu, ja, also danke. Normalerweise wäre das auch richtig gut jetzt gewesen. Mhm. Ne? Deswegen, ich glaube an dich, bleib dran. Ich, auch sehr gerne auf jeden Fall. Ja. Eigentlich passiert in diesem Türchen gar nicht mehr so viel. Die drei Detektive, also es passiert, ist natürlich das Wichtigste der Welt, sie geben ihre Karte. Ja. Pass auf, also ich merke gerade, dramaturgisch hast du nichts drauf. Wieso? Das war richtig. Weil du sagst, hier passiert ja nicht mehr viel. Weil gleich kommt der krasseste Cliffhanger aller Zeiten. Also ich habe noch nie sowas erlebt, wie man so Spannung aufbauen kann. Okay. Nacht nicht war schlafen ich können. Denn schon fertig? Nee. Nee. Naja, aber du hast ja das schon jetzt schon runtergespielt. Erst habe ich gesagt, als Hörer hätte ich schon abgeschaltet. Ich habe ihm schon gesagt, dass der Knaller passiert, die geben ihre Karte. Ja. Gut, weil als Hörer hätte ich gesagt, okay, das ist der Knaller, dann kann ich jetzt ausmachen. Ja, aber dann kommt der Doppelknaller. Ja, das weiß ja der Hörer nicht, der gerade ausgemacht hat. Also sie geben ihre Karte und sie wollen wissen von dem Bam Bam Bigelow. Der kennt heißt noch Luke jemand? Bigelow. Ja, ich habe Mr. Gigolo geschrieben. Kennt Gigolo ist gut, aber kennt noch jemand Bam Bam Bigelow? Nein. Ihr habt nie Catchen gesehen, nie WWF. Nein, doch, habe ich früher und auch da geguckt. Kennst du nicht hier Bam Hitman, Bam Bigelow. Brad Hitman Hart kenne ich, Mankind kenne ich, natürlich Hulk Hogan kenne ich. Und ich Bam Bam Bigelow. Ich kenne Undertaker kenne ich. Komm, du kennst doch Bam Bam Bigelow. Nee, wenn du mir ein Bild zeigst, habe ich ihn bestimmt okay. Mal gesehen, auf, Thomas, es tut mir leid, du darfst es nicht schneiden. Jetzt kommen wir hier zu WWF. Aber du musst doch Bam Bam Bigelow kennen. Hier, der hier. Mit dem, bitte, ich sehe nur Spielzeugfiguren hier mit dem Flammen. Komm, ach, Bam Bam Bigelow. Ja, gesehen. Der, hat ja, immer, der war einer der bösen Catcher. Ne? Ja? Mhm. Naja, die wollen jetzt wissen, woher er die Flammen auf seinem... Achso, wir sind jetzt nicht mehr im EOK. Nein, das ist doch nicht der echte Bam Bam Bigelow. Der Ladenbesitzer ist nicht Bam Bam Bigelow. Aber witzig, wenn der jetzt diesen Laden, der diesen Weihnachtsmann-Laden nach seiner Catch-Karriere hat, er diesen Laden. Das wäre witzig, hat den Weihnachtsmann-Laden. Ja. Ja. Auf alle Fälle will er wissen, woher die Spieluhr kam, die er in seinem Laden hat. Und ja, eigentlich jetzt, wo sie gerade fragen, oh, Thomas hat hier ein paar Limit-Hefte, wo Brad Hitman Hart drauf ist. Hart, ja. Ist der nicht tot? Nee, Ovenhart ist gestorben. Ach, der hier, genau. Der ist auch drauf. Und Brad Hitman Hart, der hat, glaube ich, eine Metallplatte im Kopf. Ah, okay. Und Ovenhart ist aber wirklich gestorben. Weil der da irgendwie vom Seil oben da runtergefallen ist. Ja, kann man schon mal sterben, ja. Ja, und dabei war er ofenhart. Und jetzt. Wow. Und jetzt kommt der Cliffhanger. Also, man kann mit euch auch keine Spannung aufbauen. Sorry, aber der Gag, den musste ich würdigen, gut. Ja. Ich weiß nicht, mein Fieber liegt, aber. Achtung, ich probiere jetzt Spannung aufzubauen. Ja, ich freue mich schon. Sie fragen jetzt den Ladenbesitzer nach der Herkunft der Uhr. Und genau, wo er antworten will. Er will gerade ausholen. Er atmet tief ein. Sagt den ersten Buchstabe. Dang! Klingelt das Telefon. Und Justus auch noch. Bob, mein Handy klingelt.
Ich werde nicht schlafen können. Eine Rotz- und Wasserproduktion.